Oh, gibt's einfach mal Ruhe. Elaine, du darfst den Riesentoll aussaugen. Ach, und Walner blutet. Nee, nicht mal. So, jetzt nach links. So, gibt's jetzt noch jemanden? Oh ja, lass mal Walner mal trinken. Und die anderen beiden greifen jetzt den Giftpilz an. Passt. Aber jetzt blutet er. Und dann weicht er auch noch aus. Walner, du Volltrottel. Bist nicht mehr in der Lage zu treffen, also wirklich. So, gehen wir mal nach unten. Links gehen wir zwei Giftpilze. Okay, Walner und Aska greifen den an und Elaine, du killst den da. Okay, ich hätte normale Angriffe hätten allgemein gereicht. Hier mal wieder eine Truhe. Trikrallen, die können wir verkaufen. Wir haben ja schon was Besseres. Giftpilze. Stirbt! So, dann haben wir jetzt noch einen Gang, wo wir weiter können. Giftpilze. Wieso immer Giftpilze? So. Mal sehen, was wir hier finden. Eine Truhe zumindest. Zwei Giftpilze. So. Ja, bloß eine Truhe noch. Dann haben wir die Höhle jetzt fertig erkundet. Dann werden hier das. Elaine hat das wenigste Mana, die darf saugen. Das wären immerhin zwei Explosionen wieder, was wir jetzt im Mana an Blut zurückbekommen haben. Ui, geil. Komm, Maska, du auch. Aber Aska darf mal wieder heilen. So, zack, geheilt und geheilt. Er selber hatte noch volles Leben. Aus welchen Gründen auch immer. Und dann können wir die Höhle wieder verlassen. Ich glaube, das war's jetzt auch schon, oder? Dann können wir jetzt als nächstes nach Süden gehen, wo der Ritter da seine Höhle gefunden gehabt hat. So, eine Explosion. Ach, klasse. Und was mache ich jetzt? Wie wär's mit zwei Angriffen und einem Flammenstrahl?
3 Giftpilze. So, wie viele normalen Seelen haben wir eigentlich schon wieder? 49. Es geht schon wieder, ja? Endlich 3 Riesentolle. Da können wir jetzt. Kann eigentlich jeder mal saugen. So. Dann geht's unseren Helden, oder besser gesagt, Vampiren, gleich wieder viel besser. Wenn sie ein bisschen Blut zu sich genommen haben. Und jetzt werden die Trolle fertig gemacht. Ach komm, ernsthaft, der lebt noch. Und Walner fängt an zu bluten. Asuka fängt an zu bluten. Ich hätte einfach Elaine mehrmals trinken lassen sollen. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. Oh ja, das wär's. So, Asuka, heim mal wieder ein bisschen. Alle voll. So, jetzt müssten wir aber gleich wieder draußen sein. Schade finde ich es um die schöne Musik, aber trotzdem. So. Flammenstrahl. Ernsthaft? Ha, Elaine kriegt nochmal die Chance, das Blut zu saugen. So, draußen. So, und dann hätte man ja hier die Höhle erkundet. 2 sogar in diesem Gebirge. So, und da haben wir auch schon 2 wilde Krieger. So, dürfen Asuka und Elaine Blut saugen. Und dann kehren die wilden Krieger mal in ihre wilden Jagdgründe ein. In die ewigen wilden Jagdgründe. So, und Mist, wieder ein Kampf. Da kann er jetzt jeder mal trinken. Aber Walner und Asuka kriegen die Räuber. Elaine kriegt den wilden Krieger. Sie braucht viel mehr Blut als die anderen 2. Moment mal, wieso gehe ich nach unten? Ich muss doch nach oben. So, dann soll ich mal zu dem Typen... Ah nee, ich gehe nicht zu dem Typen. So, Kampf. Walner darf einmal Blut saugen. Und zwar beim Räuber und
Asuka wehrt mal ab, während Elaine dann noch die Zauberin aussaugt. Zwei Schritte. Ui, aber jetzt kann... Nee, Walner ist schon voll. Dann wehrt er kurz ab. Asuka kriegt einen zum Saugen. Und Elaine die anderen beiden. Kritisch. Kein Schaden. So, die zwei können jetzt angreifen, während Elaine jetzt den letzten wilden Krieger aussaugt. Und noch ein wilder Krieger, dann hat auch, ist auch sie voll mit dem Blut voll. Finde ich super. Zehn Blut würden ihr noch fehlen. Oder? 66? Ja, 66 ist das Maximale an 16 Blut und die zwei sind voll, passt. So, da ist so Huya. So. Ach, Asuka können wir mal angreifen lassen und Elaine darf Blut saugen. Eigentlich hätte Walner auch angreifen lassen können. Weil, Walner meine ich, weil Elaine ist ja als erste dran mit Blut saugen. Aber egal. So, südlich von dem Wald hat es, glaube ich, auch geheißen. Jetzt können wir es wenigstens wieder schnell und effizient töten, ohne Blut auszusaugen, wenn wir ja voll sind. So, halben Wald haben wir schon durchsucht. Ah, Schattenwald. Hier würde ich gerne speichern. 4 Speichersteine nur noch. Wie viel normale Seele? 62. Beim nächsten Mal benutze ich einen normalen Seelenstein beim Speichern. Oh, ich dachte, da wäre eine Schatztruhe. Habe ich mich wohl geirrt? Teufelskäfer. Boah. Der sieht genauso viel aus wie die Trolle und die Giftpilze. Gibt aber, glaube ich, weniger Erfahrung. Noch ein Teufelskäfer. Hm. Da ist eine Truhe. Und noch ein Teufelskäfer. Gibt's hier überhaupt was anderes? Und ich frage mich, ob die ja immer alleine kommen. Oder ob es davon auch mal mehr gibt. Ein Heiltrank. Okay. Ah, eine Todesblume. Todesblume hört sich gefährlich an. Oh, kritisch Treffer. Mal sehen. 150. Oh, aber die ist überhaupt nicht gefährlich. Ein Schlag und tot. Da ist eine Höhle. Also wir haben die Höhle jetzt auch schon gefunden, wo der eine Typ gefunden hat.
aber ich will hier gerne erstmal weiter umschauen. Wieder ein Teufelskäfer und eine Todesblume. Okay, hier geht's dann nicht mehr weiter. Zwei Teufelskäfer! Ausweichen, also wirklich. Ich glaube, wir sind schon zu stark. Bisher hat noch kein einziges Tier in diesem Schattenwald... Schattenwald hätte ich es, glaube ich, angreifen können. Tier oder Pflanze. Nochmal zwei Teufelskäfer! So, wenn es so weitergeht, der mit dem Wald, dann verliere ich bald die Orientierung. Auf jeden Fall mal da eine Ister-Truhe. Moment mal. Oder Elras-Truhe? Diese alte Sprache war doch von Elras-Magiern. Könnte das eine Elras-Truhe sein und nicht Ister-Truhe? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich nenne sie ab sofort wieder Elras statt. Also ab sofort Elras-Truhe statt Ister-Truhe. Eine Elras-Truhe. Mit einer Lebensrune. Wer hat das wenigste Leben? Aska! So, dann schauen wir mal. Ah, da muss ich unten durch. Oh, nee, da kann ich auch drüber gehen. Hm. Wenn ich das früher gewusst hätte, wäre ich nicht so viele Umwege gegangen. Ja, okay, was heißt viele, aber ein paar Umwege halt wäre ich nicht gegangen. Langsam frage ich mich, was die für Attacken machen. Ob sie wirklich ihren Namen gerecht werden. Aber ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Oh, eine einzelne Todesblume. Vielleicht aus. Und stirbt. Ah, hier ist dann wieder zu. Ein Teufelskäfer. Ich darf nur nicht vergessen, wo ich die Höhle gefunden habe. Da hinten geht es auch noch nach links unten, glaube ich, weiter. Nee, da ist gar nichts. Aus einem Teufelskäfer und einer Todesblume. Weil hat Level 41 erreicht, finde ich geil. Sehr gerne mich immer noch, dass die beschworenen Helfer nicht mitleveln. Das ist echt schade. Momentan ist ja Vampire's Dawn 3 am Machen. Also, falls einer der Entwickler von Vampire's Dawn 3 hier zufällig zuschauen sollte, ich gehe zwar nicht davon aus, aber für den Fall, dass irgendwann mal jemand drüber stolpert, bitte berücksichtigt meinen Wunsch, beschworene Helfer sollen mitleveln und ihr Level behalten. Das wäre echt Hammer. Weil im Endspiel oder Mitspiel, sag ich mal, ich weiß ja nicht, wann es aufhört, da bringen die Level 1 und so überbringen überhaupt nichts. Da musst du erstmal ein paar tausend Gegner killen, damit die ein bisschen überhaupt Schaden machen. So, ich schaue jetzt mal hier links erstmal weiter. Eine einzelne Todesblume. Die bringen wirklich nur was für den Anfang.